Hier im badischen Gaggenau wohnen Shirin und Ilias Metz. Seit 9 Jahren sind die beiden ein Paar und mittlerweile nicht nur schwer verliebt, sondern auch verheiratet. Und du bist brav. Nee, wir gehen nicht da. Bis später. Ciao. Jetzt ist Shirin im 8. Monat schwanger. Alles könnte so perfekt sein, wäre da nicht der Chihuahua Moschino. Der beißt, egal ob jung oder alt. Mann, das kann's doch nicht sein. Moschino ist eine kleine Killermaschine, die auf alles und jeden aggressiv reagiert. Das muss sich schnellstens ändern, denn Shirin und Ilias haben Angst um das Wohlergehen ihrer kleinen Tochter. Wir haben eine Deadline. In 4 Wochen kommt nämlich Kylie Rose zur Welt. Bis dahin muss eine Lösung für Problemhund Moschino her. Nein. Sie müssen den Hund schnellstens in den Griff bekommen. Ansonsten muss er weg. Doch wohin? Vielleicht zu Shirins Mama Uli? Schon ein bisschen extrem. Ich überleg. Da dürft ihr mal auch nicht böse sein. Die 27-jährige Shirin und ihr 38-jähriger Mann Ilias leben seit 1 Jahr im 1. Stock ihres Eigenheims. Die untere Wohnung haben sie aus finanziellen Gründen vermietet. So. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Genau. Hier ist jetzt unser Wohnbereich und auch Essbereich und Küchenbereich, alles zusammen. Seit 8 Jahren ist auch Chihuahua Moschino an Shirin und Ilias Seite. Ihr kleiner Racker ist ein wichtiges und geliebtes Familienmitglied. Ein Leben ohne Moschino? Unvorstellbar. Hier halten wir uns die meiste Zeit auf. Meistens alleine, mit Besuch ein bisschen schwierig, dank unserem kleinen Giftzwerg hier. Da hier der schwarze Peter ziemlich laut ist und nicht alle akzeptiert. Wenn er so bei uns auf dem Arm ist, dann, oder halt unter uns allein, dann ist er eigentlich ganz lieb. Aber sobald Fremde da sind, sobald wir Besuch bekommen, da fühlt er sich einfach verunsichert. Er hat gern das ganze Rudel im Blick. Genau. Und sobald sich jemand bewegt, ist dann halt Riesentheater. Man fühlt sich halt unwohl, wenn der Besuch da ist. Und ja, man muss immer ganz Zeit auf ihn achten. Und das ist ja auch mit Sinn der Sache. Anstrengend auch, sehr anstrengend. Das ist auch ein Trick, den uns unsere Hundetrainerin gesagt hat, dass wir ihn in so Situationen mit Käse lieber belohnen oder orientieren sollen. Hundetraining, Wesenstest, Hormonchip, alles bisher leider vergebens. Und jetzt soll ausgerechnet Käse der Halsbringer sein? In 1 Monat kommt Töchterchen Kylie Rose per Kaiserschnitt zur Welt. Bis dahin versuchen Shirin und Ilias vor allem eins, die Wohnung Moschino sicher zu machen. Wir haben uns hier extra einen Laufstall geholt für Moschino, dass die Kleine halt da rein kann und da spielen kann. Weil Moschino kommt da von der Höhe nicht hoch. Das heißt, sie könnte dann da rumkrabbeln und könnte halt mit ihrem Spielzeug spielen. Und man bräuchte jetzt nicht befürchten, dass Moschino da irgendwie dran käme. Der Countdown bis zur Geburt läuft. Nur noch 4 Wochen. Und Moschinos aggressives Verhalten bereitet Shirin und Ilias große Sorgen. Mit Kindern kann er halt genauso wenig wie mit Besuch. Und es geht halt gar nicht, wenn man da im Haushalt dann selber ein Kind hat. Das funktioniert einfach nicht, wenn wir da jetzt nicht durchziehen. Das muss er einfach jetzt lernen. Da ist die Sorge zu groß, wenn was passiert. Und, ja. Also das wäre jetzt echt für uns das Schlimmste, wenn er jetzt, wenn die Kleine da ist, auf sie losgehen würde. Und wir haben halt keine andere Wahl, als ihn dann irgendwie abzugeben. Aber ich könnte es nicht. Die Angst, dass Moschino mit der kleinen Kylie Rose nicht klarkommt, trübt die Vorfreude auf die Geburt. Denn Shirin und Ilias wollen den kleinen Chihuahua nicht abgeben. Für die beiden ist Moschino nicht einfach nur ein Hund. Er ist Familie. Also wir haben da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, weil so ein Hundetrainer, der kostet auch einiges, gerade wenn man Privatstunden daheim hat mit ihm. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und vielleicht bewirkt ja tatsächlich der Käse Wunder. Gut, wir haben ja schon ein paar Fortschritte gemacht, gell? Der Maulkorb ist ja schon mal weg. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch hin. Versprochen? Aber nicht nur Moschino muss an seinem Verhalten arbeiten, auch der zukünftige Papa Ilias. Allerdings nur in Sachen Haushalt.
Denn im Wochenbett muss er sich um seine zwei Mädels kümmern. Es folgt Lektion 1, die Spülmaschine. Du, dann kann ich mich ja gerade so umdrehen. Dann brauche ich es mir ja gar nicht so ungemütlich machen. Kann ja gerade über die Schulter gucken. Komm schon mal hier rüber, das fühlt mich bequemer. Komm mal, hopp, 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 hopp. Oh je, mit dem Bauch geht es nicht mehr so einfach. So, das ist die Geschirrspüler. Genau. Sieht fertig aus, gell? Ja. Sieht's fertig aus? Ja, oder? Ich weiß. Ich würde mal unten anfangen, weil wenn du jetzt oben, je nachdem, wenn die Schüssel einen Rand hat und du drehst es um und da ist noch Wasser drin, dann machst du das unten gerade wieder nass. Dann wollen wir mal unten anfangen. Er fragt eigentlich immer, ob er helfen kann. Das Problem ist, ich glaube, es liegt so ein bisschen an mir, weil ich habe so meine Vorstellung, wie ich möchte, dass die Küche aussieht, wie ich möchte, dass das Besteck drin liegt. Ich habe da so meinen inneren Monk, sage ich immer, den ich da befriedigen muss. Für mich ist dann eher so doppelte Arbeit, weil ich muss ja dann noch mal hinterherräumen, so, weil es einfach nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Aber ansonsten, eigentlich funktioniert es ganz gut. Ja, ich weiß jetzt bloß nicht, wie das im Wochenbett ablaufen wird, wenn ich halt gar nichts machen kann. Ja, da bin ich auch gespannt, ob ich das hinkriege. Aber ich denke schon, oder? Also ich habe keine zwei linken Hände oder so. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein. Gut, wo soll ich den hinstellen? Kommt, glaube ich, da drauf, oder? Nee. Das Besteck ist also eigentlich da relativ ich dir blind, einfach. Ja. Gell? Da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Der kommt ja runter, oder, der Schneebesen? Nein. Hä, wo kommt denn der sonst hin? Hier hin. Da sind doch zwei drin in der Schublade. Ach Gott, ja. Ist doch ganz klar, oder? Das muss richtig in der richtigen Reihenfolge gestapelt sein, weil sonst geht entweder die Schublade nicht zu oder du hast keinen Platz. Nee. Nee. Das geht auch nicht. Nee. So, das hier nochmal? Ja, das kommt auch andersrum. Und mit dem Zettel bitte nach innen. Ich hab schon gerochen, dass da was ja, kommt. Ja, den Zettel, wie sieht denn das aus mit dem Zettel? Da dreh das doch bitte um. Also ich sag ja, da muss ich echt mehr in die eigene Nase fassen. Ich bin schlimm. Aber der Zettel. Ist doch störend. Also. Ganz schlimm. So. Genau. Ist es so recht? Ja. Ja, also, schön. Ganz ehrlich, ich würde es jetzt doch ein bisschen mehr reinziehen, dass es nicht ganz so raushängt so weit. Aber es ist okay. Ja, hat doch ganz gut geklappt. Ja. Was war das für ein Schnaufen bei dem Jahr? War so anstrengend jetzt? Bisschen. Oh, du Armer. Fazit der Chefin. Ich muss sagen, du hast dich ganz gut geschlagen. Dankeschön, dankeschön. Nee, wirklich. Ja. Also wenn du das jetzt so weiterführen kannst, zumindest mal für ein, zwei Wochen, bis ich das einigermaßen nach der OP fit bin, das wird ich, mir einiges helfen. Das denke ich, kriege ich hin. Das wird kein Hexenwerk. Ilias konnte Shirins hohen Ansprüchen tatsächlich gerecht werden. Pünktlich nach dem erfolgreichen Haushaltscrashkurs kommt Shirins Mama Uli vorbei. Gemeinsam wollen sie nach Karlsruhe zu einem Babymarkt fahren. Hast du schon so im Sinn, was du holen willst? Oder was das du so. Ich denke, was wir holen werden. Einen Schlafsack, hast du gesagt? Ja, nur einen Schlafsack. Naja, man kann ja noch ein bisschen rumgucken. Gucken. Nicht kaufen. Nicht anfassen, nicht kaufen. Anfassen darfst du es auch noch, aber. Ich habe alles Verbote gekriegt, also echt, gell? Zu Recht, denn Kylies Wickelkommode ist bereits randvoll mit Babykleidung. Dafür darf Uli Moschino verwöhnen. Sicher, er ist lieb, er macht nichts. Ja. Ja, weil er dich kennt. Weil er dich kennt. Wesenstest, Wasserspray, Kastration, alles vergebens. Shirin und Ilias sind mit ihrem Hundelatein am Ende. Bei Uli hingegen war Moschino bisher immer brav. Da kann ich mal einer geben. Komm. Was ist das? Käsewürfel? Ja, fein. Noch ein bisschen schnuppern. Was ist denn los? Brauchst du einen Maulkorb? Scheiße. Hat er. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Ich kann dir mal zeigen. Zum Glück ein Relikt aus der Vergangenheit. Seit einem Jahr ist Moschino maulkorbfrei. Das habe ich noch nie gesehen, so ein kleines Ding. Ah, ist das für dich? Oh, das mag ich ja nicht. Du, der Wesenstest hat er ja auch schon hinter sich. Das kann ich niemand erzählen, die glauben das nicht. Ja, du glaubst es nicht, aber es ist so. Shirin und Ilias sind ratlos. Was sollen sie bloß mit Moschino machen? Tierheim kommt nicht in Frage. Plan B wäre eigentlich Uli. Aber ist das überhaupt eine Option, so aggressiv wie Moschino ist? Es kann auch sein, wenn der eine Woche bei dir ist, dass er
dass er dann danach, wenn er wieder bei uns ist, kapiert, oh, wenn ich mich jetzt nicht benehme, dann muss ich wieder weg. Oma. Genau. Bisschen lieber, willst du mit? Das Problem, Uli hat selbst zwei Hunde und einer davon ist gar nicht gut auf den kleinen Moschino zu sprechen. Ha? Ich sag ja, das ist nicht so einfach. Und wir haben ja den Hormonchip ausprobiert, bevor wir ihn komplett kastriert haben. Weil damit kann ich ja testen, wie es dann ist. So ist fein. Damit kann ich testen, wie es halt wäre, wenn er dann kastriert ist. Der Hormonchip wurde eingesetzt, ein Jahr lang. Er war echt human, oder human ist jetzt das falsche Wort für ein Tier, aber er war verträglich. Ja, er war wirklich verträglich. Dann haben wir ihn kastriert, endgültig. Das hat dann gar nichts gebracht. Vielleicht spürt er, dass ihr vielleicht nicht konsequent genug seid, oder ich kann das nicht erklären. Du hast doch jetzt gemerkt, ihr habt ja jetzt beide auf ihn eingeschwitzt und ich hau einmal auf der Tisch auf gut gesagt und auf Deutsch gesagt und dann hält er Gosch. Das ist halt das ist schon die Aura. Das hört sich jetzt dumm an, aber es macht auch einen enormen Unterschied, ob ich jetzt so da hock und sag sitz oder ob ich meinen Rücken grad mache und sag sitz. Das hat uns auch die Trainerin gesagt. In dem Moment, wo du deinen Rücken grad machst, ich weiß nicht wie, wieso, weshalb, warum. Ja, das stellt halt da das ganz eine andere Aura. Ja. Ob Shirin und Elias tatsächlich zu nachgiebig mit Moschino sind, Fakt ist, in einem Monat kommt Kylie Rose auf die Welt. Und im Moment ist der kleine Chihuahua eine Gefahr für das Kind. Eine Lösung muss her. Und zwar schnell. Und wenn am Ende tatsächlich simple Käsewürfel die Erfolgsbringer sind? Das ist halt kein Zustand, sagen wir mal so, Uli. Das geht gar nicht. Das geht nicht, weißt du? Ja gut, ich habe ja insofern das gleiche Problem. Aber bei mir geht es nur, wenn derjenige Tür reinkommt, setzt sich an der Esstisch, dann ist Ruhe. Ja, aber du hast ja dann gar nicht das dann Problem. Dann lege die sich ins Körbel. Macht er ja gar nicht. Deswegen, du hast ja gar nicht die Problematik. Der beißt, egal ob jung oder alt. Also da weiß ich auch nicht, wie ihr das schafft. Ja. Dass der euch packt. Wenn ich jetzt so alles hier beobachte heute, ist schon ein bisschen extrem. Also meine sind da ganz anders im Fall. Da. Und du musst bedenken, er ist jetzt noch angekleidet. Die begrüßen die Leute, aber im Großen und Ganzen hast du Ruhe. Sonst könnte ich zu Hause kein Mensch empfangen. Und das ist auszuprobieren, ob er dann auch Theater macht, wenn bei uns Klinge geht oder sonst was. Das wird halt wahrscheinlich so sein. Und das sind noch ein bisschen meine Bedenken, dass bei mir dann alles... Ich überlege. Da dürft ihr mal auch nicht böse sein. Nee, ich kann das voll und ganz verstehen. Wir machen das seit fast 8 Jahren mit. Uli ist hin und her gerissen. Sie will ihrer Tochter natürlich helfen, doch ihre Bedenken sind groß. Wenn Moschino sich auch bei ihr daheim so aggressiv verhält, hat er keine Chance. Ulis Nachbarn würden bei dem ganzen Gebell auf die Barrikaden gehen. Vielleicht hilft hier eine kleine Gassi-Runde bei der Entscheidungsfindung. Kleiner schwarzer Teufel. Wir gehen ja jetzt mit ihm mal noch eine Runde. Ich habe gedacht, dass wir mal da hinten rumlaufen. Hinten ist doch Kita, Kindergarten, weißt du? Den hast du ja, glaube ich, noch nicht gesehen. Mhm. Dann können wir dir den gleich mal zeigen. Und, ja, genau. Das für ihn ist, denke ich mal, auch gut. Also wir gehen jetzt nicht direkt zu deinen Kindern hin, aber für ihn ist auch gut, wenn er mal die Geräusche so langsam mitkriegt von Kindern, weißt du? Wenn man da jetzt alles das einbindet, dass man jetzt die tägliche Runde immer um den Kindergarten rum macht, dann kriegt er auch mal die Geräusche mit von Kindern und so. Sinnvoll ist es wahrscheinlich, bevor das von heute von 0 auf 100, ja. Dann gehen wir jetzt geschwind, vielleicht kann er sich da ein bisschen auspowern. Ja, genau. Und dann fahren wir in der Babymarkt. Dass wir noch einen Schlafsack bekommen. Einverstanden. Das Kind Ulis Reaktion macht nicht gerade Hoffnung. Wenn Moschino sein aggressives Verhalten nicht abstellt, kann er, so schwer es fällt, nicht bei Shirin und Elias bleiben. Aber aufgeben ist keine Option. Also weiter trainieren. Der neueste Tipp der Hundetrainerin, Käsewürfel als Belohnung bei gutem Benehmen. Ob das tatsächlich hilft? Oh, Leute. Geht's bei dir? Ja. Machen wir langsam. Ja, Mutter, es geht. Ja. Ich bin nur ein bisschen langsam unterwegs. Ja, wir machen langsam. Ich krieg Herzklopfen. So besser? Es ist nur anstrengend. Ja, wenn du jetzt sagst, wenn es zu schnell ist. Ja. Das ist ja so, machen wir kurz Pause. Ja? Aber das geht schon. Da guckt, das ist der Kindergarten. Und? Siehst du was? Ja, das ist hinten dran wahrscheinlich.
dass die aber freitags um 15 Uhr schon zu habe? Glaubt man's, die haben Freitag allgemein früher Schluss. Keine Kinder weit und breit. Glück gehabt, Moschino. Shirin und Ilias geben aber so schnell nicht auf. Mit einer Sprühflasche bewaffnet, um Moschino beim kleinsten Fehlverhalten sofort zu maßregeln. Und natürlich mit Käsewürfeln in der Tasche. Trainieren, trainieren, trainieren. So die Devise. Komm, laufen wir noch ein Stück. Auf zum nächsten Berg. Ja, kannst du noch? Nein, der Hund kann. Ich bin nur langsam unterwegs, aber es geht. Ja. Oh, jetzt hast du die Prüfung mit den Kindern. Oh je. Jetzt pass auf. Wenn Moschino jetzt nicht spurt, dann sieht es schlecht für ihn aus. Es droht ein Abschied. Käsewürfel oder doch lieber Sprühflasche? Wird der kleine Hund ruhig bleiben? Brauchst du die Flasche? Nee, eigentlich nicht. Er ist jetzt mutig und traut sich. Nicht, jetzt muss ich halt die ganze Zeit achten. Ja, ziehst so langsam. Gut gemacht, Moschino. Ist fein. Super. So ist super. Muss ich mir ein Stück Käse geben? Dann machen wir auf. Wenn das mal kein Erfolgserlebnis ist. Dann bleibt man hier stehen, so ein bisschen in der Nähe von deiner Kekse. Ja, wenn man es sieht, machen wir Platz. Platz, Platz. Mensch, er hat die Kinder registriert? Ja, ja. Ja? Gut, er hat aber auch sein Fläschchen gesehen, ne? Kein Ton. Kein Ton. Aber ich habe ihn auch korrigiert, er hat gerade fast angefangen. Ja? Ah, du meinst, weil er die jetzt anfixiert hat? Ja, der hat die anfixiert, hat angeguckt und dann muss ich gleich reagieren. Richtiges Timing, Konsequenz und Käse sind der Weg zum Erfolg. Einen Monat haben Shirin und Ilias noch bis zur Geburt. Diesmal hat's mit den Käsewürfeln geklappt. Doch ob das so bleibt? Das ist dann wieder so eine Sache, wo du denkst, okay, da hast du Hoffnung. Und dann sind Situationen, wo du denkst, Mann, das kann's doch nicht sein. Moschino hat sich heute überraschend gut geschlagen. Vielleicht kann er doch bei Shirin und Ilias bleiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bevor es jetzt aber zum Babymarkt geht, muss der kleine Chihuahua allerdings trotzdem hinter Gitter. Reine Vorsichtsmaßnahme. Also wenn wir jetzt rausgehen, dann machen wir ihn immer in das Gitter rein. Weil er hat seit kurzem angefangen, uns auf der Teppich zu machen wieder. Der war 7 Jahre Stube rein, auf einmal fängt er wieder an. Jetzt kommt er halt vorerst in das Gitter, bis wir das wieder mehr unter Kontrolle haben. In dem Moment, wo er Futter akzeptiert und runterkommt, so wie er es jetzt gerade wunderbar macht, merkt man halt, okay, es ist nicht enorm jetzt für ihn eine Qual, dass er jetzt da drin sitzt. Jetzt können wir auch rausgehen, jetzt ist alles geklärt. Ja. Wenn Moschino nur immer so brav wäre. Beim Babymarkt angekommen, ist Oma Uli direkt in ihrem Element. Guck mal, die Plüschäckler und so. Das ist genau mein Abteil. Jetzt müssen wir sie bremsen. Also ich hoffe eher, dass wir einfach einen guten Schlafsack, Schlafsack. Dann machen wir das zuerst. Ich bin selber schon irritiert von lauter Babysachen. Du, dann machen wir das zuerst. Also zu den Schlafsäcken. Ja, ja, ich kann ja nachher noch ein bisschen gucken. Wichtig ist Shirin vor allem die Qualität. Sie sucht Rat bei einer Verkäuferin. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem perfekten Schlafsack für Kylie Rose. Das sind auch Schlafsäcke, die mitwachsen. Das heißt, sie müssen nicht nach 2-3 Wochen wieder einen neuen kaufen, sondern sie haben die Möglichkeit, das in 3 verschiedenen Stufen einzustellen. Entweder komplett nach unten oder in dieser Position oder eins nach oben. Ja? Okay. Man darf nämlich auch nicht zu groß kaufen, also ungefähr so 10 cm. Unten soll es schon Platz haben. Weil wenn hier zu groß ist, ist halt die Gefahr, dass der Kopf reinrutscht. Ja, ja. Genau. Auch wenn sie abends wickeln müssen, haben sie einfach hier die Möglichkeit, den Reißverschluss aufzumachen und ihr Kind wickeln. Das ist schon, das also ich finde den eigentlich geschickt. Baby-Schlafsack, check. Eigentlich könnte die Familie jetzt nach Hause. Na ja, dann ist es der. Ja, dann. Ja. Ja. Dann bin ich gerne vor an die Kasse. Kann ich sonst noch weiterhelfen? Eigentlich nicht. Du hättest noch 1000 Fragen, gell? Du wirst der ganze Ladekauf am Mischen. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumschauen, wenn es recht wäre. Natürlich. Und Oma Uli hat direkt was im Visier. Guck mal, das Flüschchen. Aber ich habe so viele Jacken, oder? Ja? Aber das hast du nicht. Das sieht aus wie kleine Rösler. Kann ich mir auch dumm und dämlich kaufen. Ja, okay, das Elias. Ich glaube, wir zwei gehen eher mal einkaufen. Glaube ich auch. Shirin sagt immer nein. Ja, weil ich halt so viel habe. Wir haben echt viel, ehrlich gesagt. Viel.
echt goldig. Wir haben ja viel Geschenk bekommen, weißt du? Aber ja, es hat keine Öhrchen. Trotzdem. Oh mein es Gott. Es kann ja auch mal was Neues sein. Muss ja nicht immer gepassen. Oh. Nee, der kriegt nichts. Der kriegt nichts. Der war heute relativ brav. Ja. Der kriegt nichts. Naja, brav geht anders. Als ob sich Moschino von einem windigen Zaun aufhalten ließe. Ahnt Uli etwas? Oh ja. Wenn der Mosch einzieht, brauche ich Gatter. Wenn er einzieht? Wenn er einzieht. Habe ich da was rausgehört? Haben wir irgendwas rausgehört? Ich habe gesagt, Notlösung, Plan B. Aktueller Plan A, shoppen. Guck mal, Shirin. Ja. Das kannst du vielleicht schon im Sommer fahren. Guck mal, Shirin, das Esel. Ich hab doch schon so viel. Aber das ist doch niedlich. Ja, nimm's mit. Aber die ist so groß. Ich hab den Geldbeutel dabei heute. Ah, cool. Shirin bleibt knallhart. Nichts darf mehr ins Haus. Ich glaube, es ist ein Farbe. Das war's. Oder so, gell? Hurra. Wir haben alles gesehen. Jetzt gehen wir mal zu dem Jan. Ich bin ganz stolz auf dich, dass du es geschafft hast. Mit nur einem Schlafsack. Ja, halt dabei. Ich bin nur nicht draußen. Ja, gut, okay. Ich bin immer noch am Überlegen wegen dem Jäckler. Es passt doch nicht. Ja, aber wenn es eine kleine Größe ist, dann ist es doch im Winter noch gut. Der Winter geht bis März. Das ist keine kleine Größe, das ist für ein halbes Jahr alte Kinder. Aber der Winter geht bis März, dann ist das Kind fast ein Monat alt. Nee, oder? Ja, rechnen doch. 4 Monate. 4 Monate. Shirin gibt alles, um Ulis Kaufrausch abzuwenden. Guck mal, da hängt ein ganz kleines dahinter. Ja, ja. Guck. Jetzt hängt da tatsächlich noch ein kleines. Stimmt. Ganz klein. Warte, ich hol's. Wollst du mal runter? Lass es oben, sie kommt nicht hoch. Lass es einfach oben hängen. Dann frage die Verkäuferin, die holt was. Wirklich. Das wärst du. Zeig mal die Größe. 56. Na? 56. Hat das passt doch auf Weihnachten. Keile raus. Oma Uli zieht alle Register. Das nehmen wir mit. Komm. Hast du gekriegt, warum sie Rose mit gesagt hat? Ja, ja. Was sagst du, Elias? Was sagst du? Mit. Guck mal, wie ist schick. In ihrem Team, ja? Nein, das ist ihr zu so. Liebe. Ihr zu Liebe machen wir es. Oder? Das ich ist das, das ist dann das eine Teil, wo du dir jetzt aussuchen kannst. Und dabei bleibt's. Punktsieg für Uli. Shirin gibt sich notgedrungen geschlagen. Gut. Dann haben wir es jetzt. Das haben wir. Sicher? Genau. Haben wir alles. Ja, alles und noch mehr. Dann kommt das Jäckle noch dazu, ja, bitte. Schirin, hast du schon mein Geldbeutel? Also das zahle ich aber nicht. Wenn das mal kein Fehler war, Elias. Dann muss ich doch noch mal was kaufen. Nee. So war das aber nicht geplant. Ja, danke schön. Nee, das super, geht danke, nicht, Elias. So. Danke doch. Tschüss. Ciao. Du, das geht nicht, da muss ich noch was holen. Das kann nicht sein, dass du das geschickt hast. Also euch zwei lasse ich allein auf jeden Fall nirgendwo hin einkaufen. Wir gehen schon mal noch Kuhle mit dem Kleinen, oder? Elias. Machen wir. Mich hat es ja ganz schön gewundert, dass wir nur mit einem Jäckchen da raus sind und dem Schlafsack. Also da sind wir noch glimpflich davon gekommen. Ich bin eine ausgebremste Oma. Du hast jetzt was holen dürfen. Ja, aber weißt du, ich hätte noch mehr Lust gehabt, was zu shoppen.